So, viel los dieses Wochenende gewesen und deswegen bin ich heute nur ganz kurz und alleine hier und werde ein paar Kartoffeln mitnehmen und ein bisschen Mangold und einen Apfel essen. Und ja, auch ganz schön nass und matschig hier alles. Naja. Ja. So, gestern und vorgestern hat es fast gefroren nachts. Vielleicht hat es hier sogar auch gefroren. Zumindest sieht es im Moment so hier aus. Das heißt, die Möhren sind noch gut, der Mangold auch. Den Porree müssen wir jetzt echt langsam mal ernten. Der wird schon ein bisschen gelblich. Da hinten der Rucola, der wächst auch immer noch prima. Und bei den Bohnen ist wieder was nachgekommen. Die sind noch ein zweites Mal jetzt wiedergekommen. Hier sind wieder ein paar Buschbohnen dran. Das sind die alten vom Sommer noch. Ja, und hier sind die neuen. Und da hinten bei unserem Waldschrat, da sind auch neue Bohnen gekommen. Oder kommen noch. Hier sind nämlich auch überall Blüten. Na, das sind noch die Bohnen, die noch übrig sind. Die schmecken eigentlich nicht mehr ganz so doll. Aber hier sind noch ein paar frische Bohnen nachgekommen. Ja, und ansonsten hier die Kohls, also die Wirsingkohls, sehen auch gut aus. Kann man jetzt alle ernten. Kartoffeln sind auch noch in der Erde drin. Ganz, ganz viele, die müssen wir auch noch rausholen. Ich hole da immer nur so aus einem Haufen was raus. Und dann ungefähr einmal so 10 Kartoffeln. Ja, wie gesagt, da hinten ist ja dann noch der Rosenkohl. Ach ja, genau. Zucchinis sind ja auch sogar noch da. So lange haben wir, glaube ich, auch noch nie Zucchinis gehabt, wie in diesem Jahr, dass da auch noch welche nachgewachsen sind. Ja, die Kartoffelernte ist dieses Jahr nicht ganz so prall. Also es sind teilweise ganz kleine Kartoffeln und teilweise riesengroße dabei, völlig unterschiedlich. Ja, aber zumindest ein paar habe ich hier zusammenbekommen. Jetzt nehme ich noch ein paar Möhrchen mit. Und das sind meine neuen Fans. Alles klar. So, das war schon heute ein ganz kurzer Ackerteil. Geerntet habe ich Folgendes. Die Bohnen, Schnittlauch, Möhren, Mangold, eine Riesentüte wieder voll. Wirsingkohl, Weißkohl, 2 Zucchinis und Kartoffeln. Bis zum nächsten Mal.